Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei Renas Live. Heute zum 163. Let's Play der Sims 4. Beim letzten Mal habt ihr gesehen, wie Rena und Paolo sich zweimal an einem Tag irgendwie getroffen haben. Und ihr habt gesehen, dass sie sich auch spontan getraut haben. Und natürlich, wie das eben dann so mit getrauten Sims bzw. einem Ehepaar der Sims so ist, sind sie natürlich auch zusammengezogen. Das heißt, hier ist Paolo mit bei und Julian ist dafür ausgezogen. Ja, und Rena ist ja schwanger, wie ihr wisst. Und ja, ich würde einfach mal sagen, viel Spaß und wir legen mal los. Ach ja, Finn hat irgendwie einen Schulkamerad oder so mit nach Hause gebracht, der hier immer noch im Sage und Schreibe nach 12 nachts noch zu Besuch ist. Echt der Wahnsinn. Und ja, mit Tobi plaudern. Nee, du machst mal schön Hausaufgaben, würde ich sagen. Wir stellen das Essen mal in den Kühlschrank. Und Paolo, geht, glaube ich, auch so langsam schlafen. Wir schicken die einfach hier schlafen. Und Rena auch. So. Und schlafen. Und Tobi. Ja, auch. Schlafen. So, wir spulen mal etwas vor oder werden mal etwas schneller hier in dem Haushalt. Denn du schickst, glaube ich, mal den Kleinen hier weg, bitten zu gehen. Tschüss. Genau, Kleiner, hock dich noch nachts um 1:30 an den PC. Ist ja nicht so, dass du noch ein kleines Kind bist oder so. So, Elias macht seine Hausaufgaben noch fertig. Elias hat nun auch endlich die Hausaufgaben fertig. Tschüss, Kleiner. Wenn du denn aufstehst und gehst, irgendwie ja nicht, ne? Genau, bis nachts um 3. So, Marcel ist wach. Muss auf jeden Fall dringend mal hier verwenden gehen. Und dann was essen. Öffnen. Ein Gericht nehmen. Ersetzen. Angela, du gehst dann halt hier mal verwenden. Und kannst hier das Milch trinken. Öffnen. Ein Gericht nehmen. Ja, warum geht hier eigentlich immer alles so kaputt? So. Rena schläft noch, Paula auch. Tobi schicken wir alleine los. Angela. Tag verschönern. Küss
küssen. You Torba Melvoy? Schuster Upheit. Oh, smidge of beef. Verführerisch sein. Hey, no, vain. Umschmusen. A maybe? I believe it's apple. Gribbix, habery. Sure, sure. Ah, Yumba. Finn muss in einer Stunde zur Schule. Verwenden. Öffnen. Ein Gericht nehmen. Öffnen. Ein Gericht nehmen. Tobi ist zur Arbeit. Fleißig arbeiten. So. Genau, und Marcel sitzt dabei. Ach so, nee, er schickt ihn raus. Okay. A lot of way. Now remove Krenkis. Genau, und deswegen lauft ihr alle da durch. So. So, Rena und Paolo hier. Paolo sollte dringend dann was essen gehen. Nein, öffnen. Ein Gericht nehmen. Sehr energiegeladen. Okay. Voller Energie wegen Merkmal aktiv. Frisch verheiratet. Verlobt. Und dekoriert. Okay. Aber was ich nach wie vor machen möchte, ist Paolo auf jeden Fall noch ein wenig verändern. Das haben wir ja auch in den Folgen, die halt nicht mehr aktuell sind, gemacht. Ich glaube, es lädt jetzt wegen Paolo. Lassen wir uns mal überraschen. Ja, genau. Wir laden jetzt Paolo. Und zwar werden wir ihm wieder die Haare verändern. Ich fand ja den Haarschnitt, den wir ihm das letzte Mal zumindest verpasst haben, ziemlich cool. Wenn wir ihn wiederfinden. So, auf jeden Fall sowas Sidecut-mäßiges. Ich glaube, das da. Oder? Moment. Ja, ich glaube, das war das. Ich finde zumindest, das sieht ganz nett aus. Nein, okay. Ich habe denselben Fehler gemacht wie beim letzten Mal. Nein, das soll nicht nur bei der Nachtkleidung der Fall sein, dass du eine schönere Frise hast als jetzt, sondern prinzipiell. Nee. Ich finde, die passt schon ganz gut zu ihm. Nee.
Und Schuhe vielleicht noch ein bisschen verändern. Ja, ich denke schon. So. Ja, nee. Mag keine Hüte. Ich weiß auch nicht. Ich kann dem hier bei den Sims überhaupt nichts abgewinnen. Nee. Nee, Ausgekleidung, nee. Geht mir sowas von überhaupt nicht. Nee. Ja, so könnte auch raus, kein Thema, aber ja. In Rot? Oder lieber dunkel? Eine schwarze Schuhe, oder? Blau, braun. Nee. Schwarz. Irgendwie sieht das Schwarz da nicht schwarz aus. Oder lieber rote Vans. So sieht aber auch ganz chillig aus. Ja, ich würde das so lassen, oder? Nein. Nicht so, um Gottes Willen. Ja. Ich würde vielleicht doch lieber eine andere Hose noch anziehen. Ach nee, das ist diese Hose. Hier sieht auch ganz chillig aus. What the fuck? Warum hat der Socken oder so an? Das sieht stylisch aus, oder? Mit so weinroten Schuhen? Ja, ich finde, so kann man ihn lassen, oder? Er sieht zumindest auch wiederum anders da aus als beim letzten Mal, weil mir dieses Mal irgendwie andere Sachen an ihm besser gefallen haben. Aber ich finde, man kann ihn auf jeden Fall raus in die Welt lassen. Und ich finde, so sieht er auch wiederum so aus, wie ich finde, dass er gut aussieht. So. Aufräumen. Zur Arbeit gehen, okay. Lena ist zur Arbeit gegangen. So, ihr Lieben, und ich würde sagen, nachdem wir ja nun auch bei Paolo diese Veränderung vorgenommen haben,
Hoffe ich, es hat euch gefallen und ich hoffe, man sieht sich beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.